Aha. Da ist jemand wohl scharf auf sein Klintes-Kostüm. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Klintes. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Mhm. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus, jetzt komm, das geht nicht. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Je eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Yay! Hab ich nicht gesagt. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja. Alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja. Boah, zum Glück bin ich Rufus und habe keinen hässlichen Kopf. Das finde ich gut. Denn wenn kein hässlicher Kopf da ist, gibt es da nichts zum Abschneiden. Und auf zu der... Moment. Nichts Neues. Okay, auf zu der Plattform. Let's go. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Klites. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus. Na endlich. Yes. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Yes. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Klites. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Yes! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Ja, also gib auf, Klites. Ja. Muss ich hier ganz ehrlich sein, ja. Gib auf, Klites. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Ja. Dass ich nicht lache. Kann ich machen, also. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Es war alles richtig, genau. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Mach das doch unter Gen aus. Mach das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache. Ja, dass ich nicht lache. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Puh. So, es reicht. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Yes. So, warte, was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Jawohl. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Klites ist.
Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja. Und bestimmt könnten 3 Pferde davon satt werden. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Ja, also. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und 2 Katzen. Aber dafür ich leg meinen Kram mal hier hin. Haben wir den super lässigen Anzug. Das hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Okay, wir haben kein Zeug mehr und Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Die letzte Tüte. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Komm, würdest du bitte jetzt dieses Ding nehmen? Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Oh Junge. So, es reicht. Rufus hat allemal mehr Format als du. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Ja. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache? Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er 1000-mal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Mhm. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Das kann ich jetzt so nicht sagen, ne? Was tust du? Lass das! Autsch! Und Abgang! Nein! Nicht! Bye-bye, Junge! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Wir machen nicht so Abgang, schnell, Junge! Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach, das! Vergiss es! Ich weiß gar Schnee nichts! Von gestern! Ich weiß nicht mehr, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Was ist los? Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Ja! Da geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Bingo! Du willst einfach nur nach Elysium. That's um it! Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Bingo, Deponia Camino, stinkt. Hier leben nur Idioten. Ja, weil du hier Meine bist, Mann. Kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Asi. Bla, 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Genau. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Was? Das würde er nicht tun. Was lämmerst du? Schau nach. Goal, nicht. Cole, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist ja etwas Besonderes. Und ich dachte auch. Aber ich bin was Besonderes. Einmal. Ich weiß, dass du das glaubst. Damals. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Cletus, und du verdrehst doch nicht die Tatsachen. Je öfter du dich selbst verulgst und dir Zöpfe ins Haar machst, je öfter man dir nachsagt, was du bist, festigt sich, dass es das einzig Markante an dir ist. Wollte ich einfach nur loswerden, geil. Ja, was ich... verstehe ich nicht. Oh, Goal, es tut mir leid. Ups. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir! Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird,
um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Ich glaube, wenn man das Video sieht, man kann es nicht wirklich nachvollziehen, wie man sich fühlt. Das ist einfach falsch. Es fühlt sich total scheiße an. Weißt du, du sitzt hier und denkst dir so, fuck. Das hätte jetzt nicht passieren sollen. Ich meine, es ist irgendwie gut und eigentlich belügt man sich ja doch nur selbst. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss es einfach selbst spielen, um es miterleben zu können. Diese Story einmal komplett durch, sich in Rufus reinversetzen. Die ganzen Schritte, Wege und Screens mit ihm abgehen. Und dann wirkt die Story, glaube ich, erst so richtig. Das ist heftig. Das muss ich jetzt sagen, das ist krass. Was machen wir? Ach, komm. Sag es. Goal? Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache. Ach, komm schon, Junge. Sag es doch einfach. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Ich hätte vorher speichern sollen, aber... Jetzt beruhige dich doch! Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Ja, die andere Datasette. Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. Ja, wo ist die andere Datasette, bitte? Was? Wo? Ich? Rufus, du verdammter... Ach nee, da war ja was. Moment, wo ist denn die? Goal, Notboot, Tasche. Flaggenmast, Gehister Cletus, Elysium. Habe ich die unten gelassen? Oder... Ich weiß es gerade gar nicht.
Vielleicht habe ich die echt vergessen, das kann sein. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann.